Hühner, Schweine, weiß nicht, was hast du? Ich möchte in einer Welt leben, in der ich aus der Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu bekommen. Heute Morgen habe ich Müsli mit Wasser gegessen, ohne Scheiß. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden. Ich esse gerne Fisch, Lachsfisch und Spinat und Fisch, andere Fisch, vegetarische Gerichte. Die haben jeweils miteinander irgendwie 75% im Bundestag oder sogar eine Zweidrittelmehrheit. SteuerzahlerInnen. Und der Steuerinzahler. Deutschland hat Pro-Kopf-Emissionen von 9 Gigatonnen pro Einwohner. Sie verwirren die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. So? Warum habt ihr Senat 2016? Wir haben Cum-Ex. Über die Osterferien hätte man die ganzen Maßnahmen wie Desinfektionsmittel in jeden Klassenraum. Wissen Sie ungefähr, wo der Benzinpreis hier in Berlin? Nicht ganz konkret immer, wo die Benzinpreise sind. Ich habe ja auch ein ganz ordentliches Einkommen. Deshalb gehöre ich ja nicht zu den Leuten, die jetzt immer auf den letzten, die also ganz genau bei jedem Preis hingucken. Also da könnte ich Ihnen auch nicht viele Preise konkret sagen. Rohstoffe, Kobold. Wir suchen die Debatte. Wir sind offen für Kritik und Widerspruch. In den letzten Jahren so entwickelt, dass im Netz gehetzt werden kann, ohne jegliche Konsequenzen. Europa hat jetzt zum Glück Ende des Jahres gerade... Die verwirren die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. So? Wir greifen auf das Herzstück dieser Demokratie. Wenn wir nur auf die Grundschauen schulen, bis zu den Sommerferien, das Land hält zusammen. Wie kann man nicht emotional sein? Emotional. Wir wussten auch nicht, wie das ist, in einen Lockdown reinzugehen und vor allen Dingen sicher wieder rauszukommen. Wie viele Hirnzellen tötet so ein Vollrausch ab? Schwer zu sagen, aber da geht schon was verloren. Ja. Das ist also, da habe ich so manch einen Opfergang hinter mir. Es geht hier um Gesundheitsfragen. Was ist falsch daran, die Wahrheit zu sagen? Die Wahrheit, also die Wahrheit führt in sehr vielen Fällen zum politischen Tod. Ich bitte Sie. Ja, wir leben heute in dem besten Deutschland, das es jemals gegeben hat. Lassen Sie uns all denen danken, die daran mitgewirkt haben, mitgearbeitet haben. Freuen wir uns gemeinsam daran und vor allem bauen wir darauf für eine gute Zukunft.